Schön, dass ihr da seid. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge von Lunaris liest. Und diese Folge ist wieder ein Special in Zusammenarbeit mit hörtalk.de. Das ist eine ganz tolle Plattform für Laien und Profis und Menschen, die einfach hörspielbegeistert sind, die gerne Hörspiele schreiben oder umsetzen und so weiter. Die Leute, die da dabei sind, machen das alles ehrenamtlich und hobbymäßig. Das ist nicht kommerziell, die ganze Veranstaltung. Und dabei ist jetzt wieder ein ganz tolles Hörspiel entstanden. Geschrieben hat das der fantastische Stefan Fabri und das Hörspiel heißt Heronsball oder Die Jagd nach der ersten Dampfmaschine. Und ich dürfte da eine relativ patzige Doktorin sprechen und einen Anwalt zur Schnecke machen. Wie sich das anhört, hört ihr jetzt. Heronsball oder Die Jagd nach der ersten Dampfmaschine. Ein Kurzhörspiel von Stefan Fabri für Hörtalk. Guten Abend bei uns im Blue Oyster, Sir. Ich bin Lissy. Haben Sie reserviert? Nein. Ist aber auch nicht sehr voll, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Nun, dennoch. Ist gut, Lissy. Hören Sie, ich brauche keinen Tisch. Ich suche jemanden. Man sagte mir, dass hier im Blue Oyster abends häufig ein gewisser John Davenport zu speisen pflegt. Ich würde ihn gerne treffen. Ist er zufällig da? Unser Professor Düsentrieb. Entschuldigung, so nennen wir ihn manchmal. Ich glaube, er findet das auch ganz lustig. Ja, der ist schon hier. Sehen Sie da drüben den Ecktisch? Da sitzt er mit einer Mitarbeiterin. Soll ich ihm Bescheid sagen? Danke, ich gehe zu ihm rüber. Nun, Sir, vielleicht... Keine Sorge, es ist geschäftlich. Ich bin Anwalt. Sie können mir dann gerne ein Guinness bringen. Natürlich, Sir. Guten Abend, die Herrschaften. Darf ich kurz stören? Guten Abend. Hallo, Mister. Wer sind Sie? Ich heiße Mark Jenkins und bin Anwalt. Verehrter Herr Professor Davenport, ich habe gehört, dass Sie ein Experte für historische Instrumente sind. Ist das richtig? Professor Davenport lehrt Technikgeschichte an der Universität, falls Sie das meinen, Mr. Jenkins. Außerdem leitet er das Technische Museum der Stadt. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Genau, ich weiß. Es wird auch keine große Sache. Ich bin im Auftrag einer Klientin hier. Vielleicht können Sie uns weiterhelfen? Nun, ist gut, Tyler. Setzen Sie sich doch erstmal, Mr. Jekyll? Jenkins, Mark Jenkins. Natürlich. Kleiner Scherz. Das ist meine Assistentin Dr. Tyler. Vor ihr hege ich keinerlei Geheimnisse. Nun, Herr Anwalt, was haben Sie auf dem Herzen? Vielen Dank, Professor Davenport. Sehen Sie, es geht um einen Nachlass, bei dem ich Ihre Einschätzung sehr zu würdigen wüsste. Eine Testamentsvollstreckung. Das klingt spannend. Sie würden mich wohl kaum aufsuchen, wenn dieses Testament nicht etwas historisch Interessantes enthielte, nicht wahr? Möchten Sie mir vielleicht zuvor auch sagen, wer wen beerbt oder fällt das unter Ihr Anwaltsgeheimnis? Nun, da dies eine rein informelle Anfrage im Auftrag meiner Klientin ist, ich kann Ihnen doch vertrauen, oder? Und Frau Dr. Tyler. Wie ich schon sagte, ist auf Dr. Tyler 100% Verlass. Auf mich selbstverständlich ebenfalls. Gut, in Ordnung. Nun, meine Auftraggeberin ist eine gewisse Frau Hope. Warten Sie. Mary Hope etwa? Die Nichte von Willibald Hope? Ach, Sie kennen die Hopes? In gewisser Weise ja. So groß ist unsere Stadt ja auch wieder nicht. Und vor allem ist mir Willibald Hope ein Begriff. Der gute Willi, ein Tüftler und Erfinder, naja, mehr ambitioniert als erfolgreich, den ich oft im Museum antreffe. Dampfmaschinen haben es ihm besonders angetan. Er kann gar nicht genug von ihnen bekommen. Wir führen darüber bei Gelegenheit durchaus den ein oder anderen gepflegten Plausch.
Nun, dann tut es mir besonders leid, wenn ich Ihnen jetzt sagen muss, dass Mr. Hope kürzlich verstorben ist. Nein. Willie? Willie Hope ist tot? Das wusste ich nicht. Das ist bedauerlich. Er mag ja ein wenig verschroben gewesen sein, aber für einen Laien besitzt er... Nun besaß er eine Menge Wissen über Wärmetauschmaschinen und hat wohl auch selbst an welchen gebastelt. Jetzt verstehe ich, warum Mary Hope mich bat, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ihr Guinness, Sir. Danke, Lissy. Möchte sonst noch jemand etwas? Im Moment nichts. Einen Gin Tonic vielleicht. Gern, Frau Doktor. Nun, das ist ja wirklich traurig. Willie Hopes Tod, meine ich, ein echter Verlust. Das kann doch nicht lange her sein. Ist es auch nicht. Und offenbar hat er alles seiner Nichte Mary hinterlassen. Kennen Sie denn Mrs. Hope ebenfalls? Nicht persönlich, aber Mr. Hope hat ab und zu von ihr gesprochen. Sie kann noch nicht so alt sein. Nun, ich schätze, sie ist Anfang 40. Und sie ist die einzige Erbin von Mr. Hope. Er hat ihr sein Häuschen mit allem Drum und Dran vermacht. Ich bin als Testamentsvollstrecker beauftragt, diese Angelegenheit zu regeln. Ach, und wenn Mary Hope die Alleinerbin ist, was gibt es da viel zu regeln, wenn ich fragen darf? Sehen Sie, jetzt kommen wir zum Punkt. Es ist nämlich so, in Willie Hopes Haus gibt es einen offenbar sehr gut gehüteten Keller. Nachdem wir den Schlüssel fanden, konnten wir den Inhalt in Augenschein nehmen. Oh, ich ahne etwas. Oh mein Gott, der alte Willie wird doch nicht heimlich eine Sammlung angelegt haben? Artefakte von historischen Dampfmaschinen etwa? Das wäre ja unglaublich. Nun spannen Sie mich doch nicht so auf die Folter, Mr. Jenkins. Ich habe von sowas keine Ahnung. Aber es sieht eher so aus, als hätte Mr. Hope dort ein schreckliches Durcheinander von halbfertigen, wie soll ich sagen, Bastelarbeiten deponiert. Mary Hope will einfach wissen, ob davon irgendetwas brauchbar ist oder ob man den ganzen Schrott entsorgen kann. Schrott? Sie wissen womöglich gar nicht, wovon Sie reden, guter Mann. Tyler, ich muss diesen Keller so rasch wie möglich sehen. Die Mühe können Sie sich vorerst sparen, Professor. Ich habe alles fotografiert. Wir müssen das für die Erbschaftssteuer dokumentieren. Hier, auf meinem Handy. Ihr Gin Tonic, Frau Doktor. Danke, Lissy. Und jetzt bitte keine Störungen mehr. Natürlich, Frau Doktor. Zeigen Sie, Jenkins. Tyler, rücken Sie näher. Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf diese Sammlung werfen. Oder was immer es ist. Ha, es stimmt. Sie sind der richtige Mann, Professor. Und Sie natürlich auch, Dr. Tyler. Wobei ich mich bisher nicht für einen Mann gehalten habe. Nun, das wollte ich natürlich jetzt nicht. Jetzt lassen wir uns doch bei der Sache bleiben. Tyler, auch Sie. Diesen Gefallen tue ich Willis Nichte gern. Darf ich? Natürlich. Hier. Cheers, schöne Frau. Für Sie immer noch Dr. Tyler, Herr Anwalt. Zum Wohl. Ja, und gibt's davon noch eine andere Ansicht? Ah, hier. Also, wenn ich ehrlich sein darf, alles, was ich bisher sehe, scheint wirklich halbfertiges Zeug Marke Eigenbau zu sein. Geduld, Tyler. Geduld. Was haben wir denn da? Tyler? Lassen Sie sehen. Das hier? Oh, sieht aus wie eine Eolipile. Genau. Ein Heronsball. Tausend Teufel. Wie kommt Willie Hope denn an sowas? Was meinen Sie? Das Ding, was aussieht wie eine irgendwie absurd überbaute kleine Pauke? Ich hatte mich schon gefragt. Ja, das ist eine Eolipile. Auch Heronsball genannt. Schaut so aus, als wäre das gute Stück aus ganz anderem Material als das übrige und ja, sehr alt. Kupfer oder Bronze vielleicht? Schwer zu sagen. Aber das hat Willie Hope doch kaum selbst gebastelt. Auch wenn es angesichts des übrigen Krams, in dem es sich verbirgt, irgendwie den Anschein erweckt. Ah. Und was bitte ist ein Herons-Dings? Nun, wenn Sie so wollen, ein Vorläufer aller dampfgetriebener Maschinen. Wirklich? Dann hat den unser hochverehrter Landsmann James Watt erfunden?
Keineswegs, keineswegs. Hier liegen gleich mehrere Irrtümer auf einmal, Mr. Jenkins. Anders als viele glauben, hat nicht James Watt die Dampfmaschine erfunden. Nicht? Nein. Er hat sie lediglich für die kommerzielle Nutzung weiterentwickelt. Die ersten industriell einsatzfähigen Exemplare gehen nämlich auf einen englischen Schmied und Erfinder namens Thomas Newcomen zurück. Dieser hat sie Anfang des 18. Jahrhunderts für den Kohlebergbau entworfen, um die Wasserräder zu ersetzen, mit denen man bislang die Stollen freischöpfte. Und auch er... Interessant. Aber Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche. Diese kleine Heroldspauke schaut gar nicht industriell einsatzfähig aus. Der Heronsball? War er auch nicht. Die meisten Historiker sehen darin eher eine Art Spielzeug der damaligen Zeit. Ich persönlich schreibe den Heronsball aber wesentlich mehr Bedeutung zu, nämlich den Urbeweis, dass man mit Wasserdampf Bewegung erzeugen kann. Ah, und dieser Mr. Newcomen hat ihn dann also im 18. Jahrhundert erfunden? Nein, das ist das nächste Erstaunliche. Diese kleine dampfbetriebene Maschine ist viel, viel älter. Sie ist eine der ersten überlieferten Wärmekraftmaschinen überhaupt und nach ihrem Erfinder benannt, Heron von Alexandria. Der hat sie in seiner Schrift Pneumatica beschrieben. Oh, tatsächlich. Und wann war das? Das ist auch so faszinierend. Heron von Alexandria war ein griechischer Mathematiker und lebte zur selben Zeit wie der Römerkaiser Nero. Angeblich starb Heron im Jahr 62 nach Christus. Das war übrigens auch das Jahr, in dem Pompeji unterging. Es wurde niemals ein originaler Heronsball gefunden. Man kennt nur die alten Aufzeichnungen. Wenn das Stück auf dem Foto hier kein Nachbau ist, von dem es freilich einige gibt, liegt im Keller von Onkel Willibald Hope das weltweit erste antike Exemplar. Ja, und das wäre eine Sensation. Und was ist sowas dann wert? Oh, das ist kaum abzuschätzen, guter Mann. Kaum abzuschätzen. Unser Museum hätte leider wohl nicht die Mittel, das Stück zu erwerben. Mary Hope wäre jedenfalls eine steinreiche Frau, falls dieser Heronsball echt ist. Mr. Jenkins. Danke, liebe Mrs. Hope, dass Sie sich schon so früh und schnell Zeit für dieses weitere Treffen im Haus Ihres Onkels genommen haben. Sie haben es ja auch dringend genug gemacht. Hatten Sie denn schon Gelegenheit, mit John Davenport zu sprechen? Genau deshalb bin ich gekommen. Ja, ich habe ihn gestern im Pub Blue Oyster getroffen, so wie Sie gesagt haben, zusammen mit einer ziemlich unterkühlten Doktorin, die ihm wohl assistiert. Und? Hat sich das Treffen gelohnt? Konnten Sie etwas von Bedeutung erfahren? Oh, durchaus. Professor Davenport ist wirklich ein Experte, der sich mit diesen Maschinen auskennt. Ich habe ihm die Fotos gezeigt. Und, was sagt er? Nun, wie Sie schon vermutet haben, liebe Mrs. Hope, alles hat ausnahmslos nur Schrottwert. Ausnahmslos. Ihr verstorbener Onkel, Gott habe ihn selig, war zwar wohl ein guter Kenner dieser Art von Maschinen, aber das, was er da in seinem Keller selbst zusammengeschraubt hat, besitzt bestenfalls sentimentale Bedeutung. Nichts davon funktioniert oder lässt sich gebrauchen, sagt der Professor. Nun, das würde mich schon etwas wundern. Warum sollte Onkel Willy so etwas tun, zumal er das Wirkprinzip von Dampfmaschinen bestens kannte? Er hat oft genug darüber gesprochen. Ich weiß es nicht, liebe Mrs. Hope. Ich weiß es nicht. Ich bin nur ein Paragraphenreiter. Aber lassen Sie uns doch nochmal in den Keller gehen. Wir könnten uns die diversen Konstrukte zusammen ein weiteres Mal ansehen. Und ich kann Ihnen übrigens gerne bei der Entsorgung helfen, wenn Sie das möchten. Ach, danke. Ich komme vielleicht darauf zurück. Ich muss zugeben, dass ich mir bisher bei keiner der seltsamen Maschinen einen Reim machen konnte, wozu sie vielleicht dienen. Genau, das sagt eben auch Professor Davenport. Nichts davon hat einen kommerziellen Nutzen.
Vielleicht hat Ihr Onkel lediglich irgendwelche wilden Fantasien ausleben wollen. Was meinen Sie? Wollen wir noch einmal nachsehen? In Ordnung. Kommen Sie. Na, schon erstaunlich, wie gut Willi den Keller gesichert hat. Mit Stahltür, keinerlei Fenster. Angesichts dessen, dass der ganze Plunder wertlos ist. Für Ihren Onkel war es das ja vielleicht nicht. Was für ein Chaos. Überall Messing und Eisenrohre. Aber sehen Sie mal hier, Mr. Jenkins. Ich habe gestern Abend noch ein wenig im Internet recherchiert. Dabei ist mir dieses Teil irgendwie bekannt vorgekommen. Ja, jetzt wo ich es wiedersehe, bin ich sicher. Das scheint aus Kupfer zu sein. Schaut ziemlich alt aus, muss ich sagen. So was Ähnliches fand ich bei Wikipedia. Wie war das gleich? Eine Hopkins-Kugel? In der Tat. Das hat Professor Davenport auch erkannt. Einen Heronsball hat er das genannt. Heronsball, richtig! Kannten den nicht schon die Römer? Ach ja, scheint so. Sie sind eine kluge Frau, Mrs. Hope. Warum Ihr Onkel ausgerechnet einen Heronsball nachgebaut hat, ist aber schleierhaft. Das Ding ist für überhaupt nichts zunutze. War es schon damals nicht, sagt der Professor. Nur eine Art Spielzeug. Nippes, so wie heute die Wackeldackel im Autorückfenster. Stimmt, Spielzeug stand im Internet auch. Aber wie es genau funktioniert, habe ich noch nicht nachgesehen. Ich glaube, ich weiß es. Das haben mir Professor Davenport und Dr. Tyler gut erklärt. Sehen Sie, in diesem etwas flachen Kessel, der wie eine kleine Trommel auf drei Beinen steht, kommt nämlich Wasser hinein. Aha, und dann? Sehen Sie die zwei Halterungen, die senkrecht aus dem dicht schließenden Deckel nach oben herausführen? Die sind innen hohl. Ach, das ist der Trick. Sie kapieren schneller als ich. Ja, die beiden Halterohre sind hohl und außerdem am Ende ein Stück rechtwinklig abgebogen. So führen sie links und rechts seitlich wie Achsen in die ebenfalls hohle Metallkugel hinein, die beweglich über dem Kessel hängt. Lassen Sie das, Mr. Jenkins. Das sehe ich auch so. Witzig finde ich diese zwei kleinen extra Auspuffrohre an der Kugel oben und unten. Witzig? Ha, das ist doch der Clou. Das sieht jedes Kind. Wenn man das Wasser im Kessel erhitzt, strömt Dampf durch die Halterohre in die Kugel. Wenn genug drin ist, verlässt er sie durch diese zwei kleinen U-förmigen Auslässe wieder. Das gibt einen Rückstoß. Da die Kugel an den Zuleitungen locker wie an einer Achse hängt, fängt sie an, sich zu drehen. Tja, Sie sind wirklich eine kluge Frau, Mrs. Hope. Ja, das hat dieser Heron damals wohl rausgefunden. Nun, wenn ich so nachdenke, lässt sich dieses Spielzeug vielleicht tatsächlich noch auf einem Flohmarkt verscherbeln. Aber das dürfte doch das Einzige sein. Es sei denn, Sie wollen den Rest zu moderner Kunst deklarieren. Wenn Sie gestatten, nehme ich es gleich mit. Für den Rest kann ich dann gerne ein Entsorgungsunternehmen beauftragen. Irgendwie, Mr. Jenkins, kommen Sie mir gerade etwas übereifrig vor. Wenn mein Onkel sich so eine Mühe gemacht hat, diesen Raum zu sichern und so viele andere, offensichtlich unsinnige, Selbstbaugeräte dazuzustellen, kann es da nicht sein, dass dieser Heronsball wertvoller ist, als er aussieht? Sie meinen, der Rest dient nur, um ihn irgendwie zu tarnen? Also, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, sagt auch der Professor. Aber wenn Sie wollen, lasse ich das selbstverständlich prüfen. Dann bringe ich ihn eben erst zu Professor Davenport. Das wäre doch auch in Ihrem Sinn, nicht wahr? Wissen Sie, lieber Mr. Jenkins, vielen Dank. Aber in meinem Sinne wäre es, wenn Sie hier alles stehen und liegen lassen, inklusive Heronsball. Und John Davenport und seine Leute schauen sich die Sachen vor Ort an. Okay? Liebe Mary Hope, behaupten Sie bitte nicht, ich hätte es nicht erst anders versucht. Aber Sie lassen mir ja keine Wahl. Ey! Mein Schlüssel! Oh, verdammt! Lassen Sie den Heronsball stehen und bleiben Sie hier! Hilfe!
Sie hat es so gewollt. Jetzt nicht hier weg hier. Das Handyfoto mit der Antiquität ist auch schnell gelöscht. Der Professor und seine arrogante Assistentin haben sich gestern im Schummerlicht des Papsts eben geirrt. Verdammt! Herr Professor! Dr. Tyler! Der Anwalt! Was führt Sie hierher? Hörte ich gerade etwas von arroganter Assistentin? Mr. Jenkins, wir wollten eigentlich zu Mary Hope. Sie haben ja den Heronsball schon geholt. Richtig. Ich dachte nämlich, ich bringe ihn am besten gleich zu Ihnen, damit Sie ihn untersuchen können. Ja, aus dem Grund sind wir heute Morgen so schnell wie möglich hierher geeilt. Aber wo ist denn Mrs. Hope? Sind Sie ohne sie zum Anwesen gekommen? Moment mal. Professor, haben Sie das gehört? Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Tausend Teufel! Das kommt mir aber auch so vor. Jenkins, was geht hier in Wirklichkeit ab? Das ist alles ein Missverständnis. Ich wollte nur... Wollten Sie sich des Heronsballs bemächtigen, Mr. Jenkins? Gegen den Willen von Miss Hope? Verdammt! Behalte doch das blöde Ding! Oh nein! Sieh dieser Schrotthaufen an! Er wird ihn doch nicht kaputt gemacht haben. Professor, lassen Sie uns doch erst um Miss Hope kümmern. Sie scheint unten im Keller eingeschlossen zu sein. Wenn Jenkins den Schlüssel noch hat, was zu befürchten ist, brauchen wir einen Spezialdienst. Ja, natürlich. Und die Polizei. Sie haben recht, Tyler. Kümmern Sie sich. Da hinten rennt her dieser Windhund von einem Advokaten. Weit kommt er bestimmt nicht. Und den Heronsball. Haben wir gerettet. Was ein Glück. Ich werde ihn unverzüglich ins Institut bringen. Oh. Ach, richtig. Mrs. Hope, Davenport und Tyler sind hier. Sie werden bald aus ihrer misslichen Lage befreit. Und dann, das kann ich Ihnen versichern, haben wir noch mehr gute Nachrichten für Sie. Das war Heronsball oder die Jagd nach der ersten Dampfmaschine. Ein Kurzhörspiel von Stefan Fabri. Es sprachen Mark Jenkins, Pascal Peuker, Professor John Davenport, Klaus Schankin, Mary Hope, Anja Klukas, Dr. Tyler, Christine Hemmicke, Lissy, Silvia Bautsche. Intro und Credits: Bumblebea. Lektorat: Sascha Kubert. Idee, Skript, Musik und Schnitt: Stefan Fabri. Sounds: von freesound.org und tabletopaudio.com. Cover: Anja Klukas. Dieses Hörspiel entstand im Rahmen der 29. Shorty Challenge auf hörtalk.de. Es steht unter der Creative Commons 4.0 Lizenz. Das war das Hörspiel Heronsball oder die Jagd nach der ersten Dampfmaschine. Toll, dass ihr diesmal auch dabei wart, und geht bitte auch auf den Kanal von Stefan Fabri alias Monaco Steve und hinterlasst auch ihm bitte ein Like und ein Glöckchen und ein Abo und diesen ganzen Kram, ihr kennt das ja alles, genauso wie mir. Und geht bitte auch auf den Kanal von Anja Klukas, denn auch die hat hier mitgesprochen und die hat das Cover für dieses Hörspiel gestaltet, was ihr jetzt hier gerade gehört habt. Also schaut auch bei ihr vorbei, bei der Anja Klukas, und hinterlasst auch ihr bitte Like, Glöckchen, Abo und einen Gruß. Da freut die sich. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!